Flügel des Hermes sind? Lacker war das schnell. Du weißt, dass ich das Elysion verlassen will. Wenn du mir hilfst zu entkommen, verspreche ich, dass du mich nie wieder siehst. So glücklich mich das auch machen würde, Persephone will, dass du bleibst. Wann begreifst du endlich, dass du nur eins ihrer Haustiere bist? Pass auf, Sterblicher! Pass du auf, sonst lässt dich Persephone kastrieren. Oh, ich vergaß, das hat sie ja längst. Dachte nicht, dass Tote Schmerz spüren. Ich gehöre zu den paar leidigen Seelen hier, die eigentlich noch am Leben sind. Wie hältst du das aus? Die Toten wollen uns hier nicht. Ich halte es nicht aus. Ich tue alles, um aus dem Elysion zu entkommen. Aber Persephones Spione sind überall. Hades war ja ein guter Lehrmeister. Du bist also der Unruhestifter, von dem ich so viel gehört habe. Adonis, zu deinen Diensten. In Anbetracht des Heeres, das Persephone untersteht und ihrer Macht über das Elysion, neigen sich meine Unruhestiftertage allerdings dem Ende zu. Und wenn ich dir helfe? Und warum sollte jemand, der sein ganzes Leben noch vor sich hat, mir helfen wollen? Ich muss Hades Reich finden. Wenn ich durch Persephones Sturz aus dem Elysion entkomme, bin ich dabei. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Hast du das gehört, Geliebte? Sie will wirklich in den Hades. Ich finde es mit deiner Hilfe oder ohne dich heraus. Lass uns zusammenarbeiten. Gut, dann hör zu. Südwestlich von hier befindet sich eine der Festungen von Persephone. Die der drei Schwestern. Wenn es dir gelingt, die Aufseherinnen zu töten, Fackeln des Hypnos zu zerstören und Persephones Vorräte zu stehlen, ohne von ihren Kolossen entdeckt zu werden, vertraue ich dir vielleicht. Kolosse? Das klingt nicht gut. Die Kolosse sollten besser nicht geweckt werden. Sie beschützen die Aufseherinnen. Vergossenes Blut weckt sie und das wäre nicht gut. Fackeln des Hypnos? Diese Schöpfung vom Gott des Schlafes hilft dabei, die sterblichen Wesen unter Persephones Kontrolle zu halten.
Du musst ihre Mitte zerstören, um ihre Flammen zu löschen. Erzähl mir von den Aufseherinnen. Sie sind Persephones vertraute und todbringende Dienerinnen. Sie sind Augen und Ohren des Elysions. Ihr Tod würde die Königin blind und taub machen. Wenn du der Unruhestifter bist, warum scheint es mir, dass ich all die Unruhe stifte? Was soll ich sagen? Ich bin ein Liebhaber, kein Kämpfer. Du hast Glück, ich bin beides. Im letzten Kampf.
Kampf. Sono volo stati in effetti che mi impeta sti massi.
sollten Sie besonders wachsam sein.
Persephone. Thank you.
an! Reichtümer scheinen auch in der Unterwelt wichtig zu sein. So einfach kommst du nicht davon!
Traust du mir nun? Du hast mich einen Schritt näher zu meiner Liebsten gebracht. Ein guter Anfang. Wer ist diese Liebste, von der du ständig sprichst? Das schönste Wesen, das jemals existiert hat. Ihr Gesicht ist so hübsch, dass man alle anderen vergisst, wenn man es ansieht.
Vielleicht hast du von ihr gehört. Aphrodite. Ich hielt dich nicht für einen Poeten. Sie inspiriert mich dazu. Ich tue, was ich kann, um dich zu ihr zurückzubringen. Du hast mein Wort. Du gibst mir etwas, was ich schon lange nicht mehr hatte. Hoffnung. Gut. Und was jetzt? Nicht hier. Komm in mein Lager in Japetos Ruinen. Bevor du gehst, eines noch. Im ganzen Elysion findest du Persephones Aufseherinnen und Fackeln des Hypnos. Wenn wir ihren Einfluss verringern wollen, müssen wir sie vernichten. Und wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Es ist Zeit, die berüchtigte Persephone kennenzulernen.